Aus Let's Dance wurde in diesem Jahr Let's Love. Zumindest bei Profitänzerin Jekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause. Und jetzt gibt es neue, pikante Details aus ihrem Liebesleben. Die Gefühle tanzen Tango. Arm in Arm, Haut an Haut, Körper an Körper. Bei Jekaterina Leonova und Timon Krause sah man die Funken übers Tanzparkett durch den Fernseher hinaussprühen. Und auch nach ihrem Rauswurf im Halbfinale gehen die beiden weiter auf Tuchfühlung. Bilder zeigen Ekat und Timon schmusend durch die Stadt schlendern. Diese Herzen schlagen in einem Takt. Oder doch nicht? Laut Bildinformationen soll das Herz von Timon nämlich nicht nur für Ekat schlagen. Kommt er etwa aus dem Liebesrhythmus? Was ist da los, Tanja? Also jetzt haben wir die ganze Woche darüber gesprochen, dass Jekaterina und Timon so verliebt sind und ja, für die beiden zumindest alles so scheint, als wären sie ein Paar und alles ist toll und jetzt doch nicht? Na doch, schon. Also ich sag mal so, wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass Timon, er war ja verlobt, 5 Jahre in einer Beziehung mit Sarah, eine Fotografin. Und er hatte ja noch im Januar ein Foto gepostet von Sarah und hat gesagt, sie ist die Richtige, sie ist die Einzige. Dann fing Let's Dance an und dann plötzlich, ja, sprühten da die Funken zwischen Jekaterina und Timon. Und wir hatten eben vor ein paar Tagen, haben sich Leute aus dem Umfeld von Timon gemeldet und gesagt, naja, eigentlich spielt er so gar kein gutes Spiel, weil er hat Sarah wohl versprochen, sobald Let's Dance vorbei ist, kommt er zu ihr zurück und kommt zu ihr nach Hause. Aber zeitgleich gibt es jetzt diese Abschlussfotos von Jekaterina und Timon, die sich wirklich sehr, sehr, sehr verliebt inszenieren und auf der Parkbank ja gekuschelt haben und jetzt auch durch die Stadt tanzen miteinander. Also im Moment würde ich sagen, liegt der Vorteil klar bei Ekat. Das verstehe ich aber nicht so richtig, weil wieso, wenn man seiner Ex-Verlobten oder noch Verlobten, wie auch immer da jetzt der genaue Status ist, sagt, Schatz, ich komme nach Let's Dance zurück. Da habe ich 2 Fragen, die in meinem Kopf gehen. Warum gehst du denn öffentlich mit Jekaterina kuschelnd über die Straße, durch die Stadt ständern, schmusend, also sich ja bewusst der Öffentlichkeit zeigen? Und die 2. Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, den würde ich doch gar nicht mehr zurücknehmen. Ja, das ist natürlich die Frage, das müsste man Sarah fragen, aber leider hält die junge Dame sich sehr zurück. Also sie ist ja niemand in der Öffentlichkeit, die da steht, aber die liest das natürlich alles, wird mir erzählt und ihr Umfeld ist nicht ganz happy mit dem, wie Timon sich verhält. Aber ich denke auch mal, dass diese Beziehung im Moment keine Chance hat, weil Ekat, das haben uns ja auch Freunde aus ihrem Umfeld wiederum erzählt, Ekat nimmt sich einfach, was sie will und vor allem, wen sie will. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dass sie sich einen, ja, vergebenen Mann geangelt hat und irgendwie die Männer fahren ja dann auch voll auf sie ab und verlassen dann mal eben ihre Ehefrau oder in dem Fall jetzt eben ihre Verlobte. Was ich krass finde, dass das jetzt schon wieder passiert ist, aber ich denke mal im Moment, also Timon und Ekat, ja, die sind ein Paar, die sind sehr verliebt, die sind ja auch zusammen in Köln. Ja, die Fotos zeigen das ja auch, ne? Die sind ja auch, das Finale ist ja jetzt gewesen und aber die beiden sind ja nicht mehr im Finale, aber sie sind natürlich noch Teil der Show, wie alle anderen Kandidaten auch, die oder waren Teil der Show, die ja vorher schon rausgeflogen sind. Und der Timon hätte natürlich direkt nach Ende der Sendung, nach Ende des Halbfinales, hätte er natürlich nach Berlin reisen können zu seiner Verlobten. Aber er ist in Köln geblieben bei Ekat. Also das ist ja ein ganz klares Zeichen. Die Verlobte hat ihn ja rausgeschmissen damals angeblich, haben wir ja auch hier drüber gesprochen. An Ostern hat sie ihn rausgeworfen, aber trotzdem soll er ihr danach trotzdem noch gesagt haben, du, ich komme zu dir zurück, sobald Let's Dance vorbei ist. Aber vielleicht kann er sich auch nicht so ganz entscheiden nach 5 Jahren. Immerhin waren die ja auch zusammen und ja. Aber wenn Ekat so jemand ist, der sich immer alles nimmt, was er will und scheinbar ja auch ein Interesse an Timon hat, ne? Also sie findet den ja gut, dann spielen ihr diese Kuschelfotos auf der Straße ja wohl eher in die Karten, oder? Also ich muss jetzt mal so sagen, diese Fotos und auch jetzt diese Tanzfotos, die sind natürlich zu schön, um wahr zu sein. Also vielleicht ist sie da ein bisschen glücklicher mit diesen Fotos, als er das ist. Strategie? Meinst du, das ist Strategie? Also so, weißt du, weil wenn ich einen Typen haben will und böse spiele, also, ja, ne, dann würde ich halt schon alles tun,
Genau. Damit die Ex den auch nicht auf gar keinen Fall wieder zurücknimmt. Bin ich absolut bei dir und ich vermute auch mal, so wie es uns geschildert wird, ist es auch genau so. Also die Ekat findet es, glaube ich, ziemlich gut, was gerade berichtet wird, auch über ihre Beziehung zu dem Timon. Und wir hatten ja auch noch, du darfst nicht vergessen, es gab ja auch offiziell bis Januar noch einen Verlobten von Ekat, der war ja dann auch vorbei. Und ihre Eltern, vor allem ihre Mutter, ist wohl gar nicht so happy darüber, dass sie sich eben gegen diesen reichen älteren Verlobten entschieden hat und jetzt wieder so einen jungen Kerl an ihrer Seite hat. Aber Ekat habe, so wurde es mir jetzt erzählt, auch ihrer Mama schon erzählt, dass er sie sehr glücklich macht, dass sie verliebt sei, dass er ihr gut tut. Und sie sucht ja einen Mann, mit dem sie irgendwann auch eine Familie gründen kann. Aber das sollte ja eigentlich das oberste Ziel jeder Eltern sein, dass das Kind einfach glücklich ist, egal mit wem. Warum finden die das jetzt so blöd? Liegt das an dem Geld? Oder? Ich glaube mal, dass die Mama natürlich gerne gehabt hätte, dass die Ekat auch abgesichert ist finanziell. Wir hatten ja auch mehrfach Berichte, dass der Ex-Verlobte auch die Familie eingeladen hatte zu schönen Urlauben. Und die Rechnungen wurden dann von ihm bezahlt. Also vielleicht hat er einfach die ganze Familie, sage ich mal, so ein bisschen mit eingewickelt und eingelullt. Aber Ekat hat sich jetzt eben gegen den goldenen Käfig entschieden, sondern für die Liebe. Und sie soll, so wird mir erzählt, sehr, sehr, sehr glücklich sein an der Seite von Timon. Also wenn das stimmt, dass er sich nicht so ganz von seiner Verlobten getrennt hat, beziehungsweise der immer noch vorgaukelt, er kommt zurück, dann würde ich das schon echt mies finden. Ne? Weil es ist eh eine uncoole Nummer alles, also jemanden zu betrügen, dann das alles noch in der Öffentlichkeit, das ist natürlich auch immer schwierig. Ja. Und dann aber dann nicht ehrlich sein und nicht sagen, pass auf, das ist passiert, das ist jetzt meine Entscheidung, sondern dann noch irgendwie versuchen, sich beides warm zu halten. Das wäre das ja dann in dem Fall. Das gehört sich nicht, finde ich. Natürlich gehört sich das nicht. Und der arme Sarah da eine Hoffnung zu machen, wenn das denn alles so stimmt, was uns da erzählt wird. Ich gehe davon aus, weil wir haben ja sehr gute Quellen rund um Ekat und um Timon. Wir waren ja auch die Ersten, die berichtet haben über diese neue Liebe. Aber ich denke mal, spätestens jetzt, seitdem diese Fotos öffentlich sind, das sieht natürlich auch Sarah, das sieht natürlich auch der Freundeskreis von Timon. Also ich denke, jetzt wird es dann auch ganz klar sein.